Manche sagen, sie tut zu wenig für den sozialen Zusammenhalt. Andere kritisieren die Euro-Rettung und was sie mit Griechenland gemacht hat. Andere sagen, sie ist zu nachgiebig mit der deutschen Autoindustrie. Andere sagen, sie hätte die Flüchtlinge niemals nach Deutschland lassen dürfen. Wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Und was man aber zugestehen muss, Angela Merkel hat sich wenige Fehler erlaubt. Es gibt von ihr ganz selten unbedachte Äußerungen oder unbedachte Entscheidungen. Sie braucht oft sehr lange, sagt sie auch selber, bis sie eine Entscheidung getroffen ist, aber dann ist sie auch mit sich im Reinen. Und es führt tatsächlich selten dazu, dass sie eine Entscheidung rückgängig machen muss. Ein solches Beispiel ist vielleicht der Atomausstieg. In Deutschland wurde unter einer Regierung Angela Merkel beschlossen, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen. Das musste sie später korrigieren, als in Fukushima das große Unglück passiert ist. Aber das ist wirklich eines der wenigen Beispiele, wo sie sich selbst hat korrigieren müssen. Das heißt, handwerklich gesehen, strategisch gesehen, so wie sie arbeitet, wie sie sich vorbereitet, wie sie mit Leuten verhandelt, da ist sie, das würden, glaube ich, auch ihre Gegner sagen, eine gute Bundeskanzlerin.